Hallo, da sind wir heute mal wieder. Wir sind mit dem Zuckerrohr alles fertig, haben das alles schon abgeliefert in der Zuckerfabrik. Die Zuckerfabrik läuft. Jetzt wollen wir mal die Vitamine. Wir haben jede Menge Vitamine zum Meierhof bringen, damit die Mineralfutter herstellen können. Hier hat jemand das Fenster offen gelassen. Im Dezember nicht ganz so gut vielleicht. Dann werden wir uns mal auf den Weg machen zur Saftfabrik. Und dann mal die Vitamine auf den LKW aufladen. Ich glaube, dafür müssen wir dann auch einmal über die ganze Map fahren. Der Christian ist fleißig im Wald. Die Strecken sind nach wie vor noch schwierig. Ich hoffe, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Oh, 135. Hier sind wir auf dem richtigen Wege. Weiß nicht, ob die Mineralfutterfabrik eine Zuganbindung hat. Weiß sie jetzt aktuell nicht. Muss ich hier links? Ja. Sind wir jetzt schon mal gleich da. Und dann werden wir mal anfangen aufzuladen. Schläuche sehen schon mal angeschlossen aus.
auslagern. Vitamine. Oh, die Paletten erinnern mich an. Sehen ein bisschen aus wie Siliermittel. Diesmal ist nicht ganz so schlimm wie mit dem Tresta, da hier die Paletten 5000 Liter haben. Ist ein bisschen angenehmer. Auslagern. Der große Magentour ist echt schon ein klasse Stapler. Macht Spaß, damit zu fahren und zu arbeiten. Haben wir 6 Paletten, 30.000, 66.000 Liter gehen auf den Anhänger. Nochmal 6 Stück dann. Ist der Joystick gerade hängen geblieben?
versuchen uns hier mal ein bisschen zu beeilen, damit dabei nicht so viel Zeit drauf geht hier. So, nochmal. Drei Stück. Nochmal 60.000 Liter. Kann hier ruhig auch daneben fahren bzw. da reinfahren, das würde trotzdem funktionieren. Gleich noch eine Palette, haben wir 65.000. Schon voll. So. Nee. Was ist da mit der Palette passiert? Kann man die auch so rum abladen, schauen wir mal. Ja. Na gut. So, dann noch eine. Dann haben wir schon alles drauf. Gucken wir mal, wohin müssen. Ich glaube, die war hier unten irgendwo. Spezial. Okay, dann können wir hier gerade runter. Wir wollen erstmal Richtung zu uns fahren und dann geradeaus weiter. Na gut. Dann werden wir mal starten.
Also ich finde fast, der LKW ist angenehmer zu fahren als der Bus. Bin ich jetzt noch mal im richtigen Wege? Ja. Jetzt müssen wir ja auf der Straße zum Händler sein. Ja. Genau, und dann fahren wir gleich an der Kleidungsfabrik vorbei und dann kenne ich eigentlich den Weg. So, bevor wir dann zu uns runterfahren, genau, wir bleiben auf der Straße hier. So, da vorne müssen wir eigentlich rechts runter. Ja, leider ist Winter, nicht ganz so viel zu tun. Da kann man jetzt mal gucken, dass man ein bisschen was verkauft und ja, paar Fahrten erledigt. Hab auch angefangen zu flügen und werde das noch weitermachen. Wahrscheinlich dann in der nächsten Folge werden wir fügen. Oh, ist ja echt cool gemacht. Schön animiert, die Lüfter. So, und da müsste die Spezialfutterfabrik sein. Sieht gut aus. So, dann werden wir mal einen Abladeträger suchen. Genau vor der Tür. Ne, hier. Als Palettenspawner. In der Zeit, wo wir abladen, werden wir gleich die Rechnung schreiben. Oh, ich habe auch noch ein paar zu bezahlen.
So. Haben wir Waren. Tamina. 65.000 Liter. €65.000. Dann haben wir noch eine Transportfahrt und Rechnung stellen. Genau, das sind Drescher, Blumenroder. Das auch erledigt. Gut, damit sind wir erstmal fertig mit der Folge. Bis zum nächsten Mal.